Hallo, ich zeige jetzt mal die Box, die ich heute bekommen habe. Mal gucken, was noch drin ist. Ja, das sind Leute, die sich an der Hand halten. Einer folgt dem anderen. Das hier ist ein Zitat. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel des Himmels ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ja, dazu fällt mir jetzt eigentlich nicht so richtig was ein, was zu dem Thema Nachfolge sein könnte. Das hier ist eine Puppe. Ja, es könnte Frau Merkel sein. Ja, sieht zwar jetzt nicht richtig so aus wie sie, aber ja, sie sucht ja auch im Moment einen Nachfolger und deshalb können sie es ja eigentlich sein. Das hier ist ein Kompass. Er dient zur Orientierung und im Glauben an Jesus kann man sich ja auch an ihm orientieren. Also das habe ich draufgeklebt, weil die Jünger Jesus Nachfolge sind. Und hier tausche ich den Kompass durch das Testament. Weil viele Söhne oder Töchter die Nachfolger eines Unternehmens der Eltern sind. Okay, dann holen wir die mal raus. Und dann drehen wir sie jetzt einmal. Und das ist hier so ein Bild, das sieht ein bisschen aus wie Fußstapfen in einem Sand, in so einer Wüste. Dann haben wir hier noch so ein Bild, da steht Nachfolge und Jesus drauf. Jetzt ist sie geöffnet, dann gucken wir mal an, was da so drin ist. Also hier ist so eine Menschenkette drinne. Genau, das sind Männer und Frauen, soweit ich erkennen kann. Genau, die kann man so schön falten. Das finde ich, sieht ganz schön eigentlich aus, wie die sich so die Händchen halten. Genau, das war hier das, was so in der Box ist. Und ja, sieht alles sehr schön aus, muss ich sagen. Wurde schön gestaltet von meinem Vorgänger. Außerdem wollte ich das noch schnell zeigen. Das habe ich draufgeklebt. Man kann das leider nicht so gut erkennen. Aber ja, weil es sehr klein ist, aber es soll auf jeden Fall eine Liste darstellen, die man, wenn man, wo die Corona-Regeln noch nicht ganz so streng waren, wenn man da ja in Hotels oder Restaurants gegangen ist, da musste man immer so eine Liste ausfüllen mit Namen, Telefonnummer, Adresse und so, dass man halt, wenn da jemand anderes genau dann auch da war, Corona, dass man das dann halt so nachverfolgen kann. Genau, dann zeige ich, was ich da jetzt so reinmache. Und zwar, also dann habe ich hier nämlich noch einmal so eine Art Liste, also Montag, Dienstag, Mittwoch und dann halt, wie viele Neuinfektionen, ist halt auch mit dem Thema Corona gemeint. Damit meine ich halt, dass man die Corona-Zahlen halt nachverfolgt, zum Beispiel, wenn man sich mit jemandem treffen möchte oder sowas, dass man dann nachverfolgt, wie viele Corona-Zahlen jetzt waren. Dann habe ich hier ein Baby, das ist mir leider nicht ganz so gut gelungen, aber ja, das soll ein Baby darstellen und das ist ja so. Also es ist so, ja, Nachfolge. Also wenn ich jetzt dieses Baby bekommen würde, wäre es ja ein Nachfolgender von mir. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Zitat und zwar: Der Herr aber, der selber von euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Das ist ja mein Zitat und das kommt auch noch in die Box. Jetzt können wir sie wieder schließen und weitergeben. Das war's. Tschüss! Heute packe ich eine Nachfolgebox aus. So sieht die Box von innen aus. Das sind die drei Sachen, die drinne waren. Einmal so eine Nachricht von einem Corona-Fall im Hotel. Und einmal ein Kalender von 3 Tagen mit den Anzahl der neuen Infektionen. Und dann als letztes nochmal so ein Spruch. Das sind die drei Sachen, die ich reintun werde. Einmal so ein Bild, das soll den Geist von dem Menschen darstellen. Dann einmal so ein Spruch, wo drauf steht: Nicht höher, schneller, weiter, sondern langsamer, bewusster und menschlicher. Und noch ein Spruch, dort steht drauf: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Bei diesem Bild wird ein Testament verfasst, wo es um eine Nachfolge in einem Familienunternehmen geht. Es bedeutet, dass der Herr dir immer folgt.
Durch Corona wird das Hotel geschlossen und die nachfolgenden Personen können nicht mehr kommen. Diese grünen Figuren halten sich an den Händen und geben etwas weiter. Was ich heute denke, kann ich mit in die Zukunft nehmen und weitergeben. Wenn man bewusster ist, gibt man es an andere weiter. Bei diesem Zitat weiß ich nicht, was das mit Nachfolge zu tun hat. Jünger verbreiteten Nachrichten, Neuigkeiten in der Welt. Nachfolge einer Familie. Bei diesem Bild weiß ich nicht, was das mit Nachfolge zu tun hat. Ich lege in die Nachfolgebox dieses Bild. Den Jünger. Und anstatt diese grünen Männchen lege ich diesen Fuß da rein, da wir von unseren Füßen durchs Leben getragen werden und jeder weitere Mensch folgt. Außen auf der Box habe ich dieses Bild befestigt, da die vier verschiedenen Jahreszeiten aufeinander folgen. Davon sind ja zwei Bilder drauf und auf dem einen steht Jesus, weil Nachfolger hat ja so viel mit Jesus zu tun und so. Und auf dem anderen sind so Fußstapfen und ich denke, das heißt, dass man halt Jesus folgen soll. Erstmal ist hier so ein Schlüsselanhänger und der ist in der Form von einem Fuß und da steht, Gott segne und behüte dich, wohin du auch gehst. Ich denke, einmal heißt es halt auch, dass man so in die Fußstapfen von Jesus treten soll, also ihm halt folgen soll. Und einmal, dass halt Gott immer bei uns ist und dass er auf uns aufpasst. Dann sind hier so zwei Zettel zum Thema Corona und so Infektionen und so. Vielleicht könnte das heißen, dass wir halt auch jetzt in dieser schweren Zeit so zusammenhalten müssen und so. Und auf Gott vertrauen, dass es auch wieder besser wird. Dann ist hier so eine kleine Puppe. Und ich glaube, das soll Jesus sein, weil das ja viel mit Nachfolge zu tun hat, also Jesus. Also, dass wir ihm halt folgen sollen und uns an ihn orientieren. Dann ist hier so ein kleiner Mensch. Und ich glaube, das heißt, dass man so den einzelnen Menschen sehen soll. Auf dem Zettel steht, nicht höher, schneller, weiter, sondern langsamer, bewusster, menschlicher. Vielleicht könnte das irgendwie heißen, dass man irgendwie nicht immer besser sein muss als die anderen und nicht immer alles alleine macht, sondern auch mit anderen zusammenarbeitet und zusammenhält. Nicht so in Gold und so Farben dahinter. Ich finde, es sieht halt auch irgendwie so ein bisschen nach Hoffnung oder so aus. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Zettel, da steht, wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Ich denke, das könnte auch sowas mit den Wörtern Glauben, Liebe und Hoffnung zu tun haben, weil dass man irgendwie so im Geist von so schlechten Dingen wie Hass und so, so zu diesen guten Dingen wandelt. Und dann ist hier noch als letztes nochmal so ein kleiner Text, da steht, der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Das heißt auch nochmal halt, dass Gott immer bei uns ist und wir deswegen keine Angst haben müssen, sondern auf ihn vertrauen müssen. Ich tue jetzt zu dem Thema Nachfolge noch was in die Box rein. Und zwar habe ich hier so ein Foto. Da sind zwei Kinder drauf, die sich gerade die Hand geben. Und zwar entschuldigen sie sich gerade beieinander und vergeben sich, weil Vergebung hat ja auch mit dem Thema Nachfolge zu tun. Und dann tue ich noch außen was an die Box dran. Und zwar habe ich hier nochmal ein Bild. Da sind halt zwei Hände drauf mit einem Kreuz, weil die gerade betet. Und Beten hat ja auch sowas mit Nachfolge halt zu tun. Da habe ich diese Box bekommen und da es um das Thema Nachfolge geht, steht da oben auch drauf. Ich finde, die Bilder sind auch ganz gut, wie das hier halt
Aber was ich nicht ganz verstehe, ist halt das mit den Bäumen, weil ich weiß nicht, was genau das mit dem Thema Nachfolge zu tun haben sollte. Aber sonst ist eigentlich alles für mich klar. Zuerst ist hier so eine Karte drin, wo drauf steht, der Herr, aber der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird dir die Hand nicht abtun, dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ich denke, das heißt, dass Gott immer bei einem ist und dann unterstützen, man ihm vertrauen kann. Dann ist hier noch so ein Bild mit zwei Kindern drauf und ich denke, dass die sich versöhnen. Und Jesus hat sich ja früher auch versöhnt und dass man das vielleicht als Vorbild sehen soll. Dann ist hier noch so ein Kärtchen drin, wo drauf steht Testament, ich vererbe dir unser Familienunternehmen. Und ich denke mal, dass das einfach bedeutet, dass ein Nachfolger sozusagen ausgewählt wurde. Und der muss das Ganze dann weiterführen. Dann ist hier noch ein Schlüsselanhänger in Form eines Fußes drin. Und der Fuß bedeutet wahrscheinlich, dass man sich ein Vorbild an Gott oder Jesus nehmen soll. Dann ist hier noch so ein Kärtchen drin, wo ein Kopf drauf ist. Und in dem Kopf ist es sehr bunt. Und vielleicht soll das halt einfach bedeuten, vielleicht soll es der Geist sein oder so. Und dass der sehr lebendig ist. Also ich habe den Satz, der Geist ist der, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Und ich habe den ausgewählt, weil ich glaube halt mit Geist hängt Glaube zusammen. Und also Glaube macht uns sozusagen lebendig. Und ich denke, wenn wir an Gott glauben, dass wir dann auch sozusagen Nachfolger Jesus sind.